Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, euer Head Benjamin und dieser Typ bei einem weiteren Part meines Dead Rising 3 Let's Plays. Ja, so im letzten Part, ja, haben wir so einiges getan und unter anderem haben wir jetzt eine neue Mission. Wir müssen zum Polizeirevier, wo wir irgendwas am Computer sichern sollen, was Angriffe von der Polizei etc. auf die Zivilisten, ja, sichert oder zeigt. So, gucken wir mal eben, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ja, wir müssen darüber schlawinern. Wir sollten dann auch mal hier hinlatschen. Genau, habe ich ja auch perfekt hier an der Kreuzung gesehen. Genau, ich hoffe mal, nach der Absperrung finden wir auch mal wieder was hier. So ein bisschen Geschnetzel. Das ist ja in den letzten Parts ein bisschen zu kurz gekommen hier. Da gibt auch mein Defiler direkt den Geist auf. Beziehungsweise die Hammerachs. Wie es eingedeutscht worden ist. So, Polizeirevier. Das war, glaube ich, in der Gegend, wo wir noch nicht so wirklich waren. Ah, da steht ein Taxi. Da steht ein Taxi. Aber wir werden jetzt erstmal hinfahren. Wir haben ja noch alle Zeit der Welt, die ganzen Stadtteile abzugrasen. Obwohl wir, glaube ich, jetzt drei schon weitestgehend fertig haben. Nur, wie gesagt, ein paar Häuser oder ein paar Pläne oder sowas, Gebäuden kommen wir nicht rein. Weil es halt missionsbedingt ist. Aber okay. Dann schauen wir mal. So. Hier gibt es auf jeden Fall gleich wieder massenhaft Action. Das kann ich ja schon mal sagen. Uiuiui. Ah, verdurch noch eins hier. Aber eine Waschstraße würde sich hier echt lohnen in der Train Los Perdidos zurzeit. So wie die Garre immer aussieht hier. Das hier wird doch nicht. Ja, das ist das Gebiet, wo wir noch nicht so wirklich waren. Genau. Oh, wer kommt denn da? Ah, nee, weg. Alles klar. Wie gesagt, ein andern Mal sammeln wir hier, fangen wir an, hier alles einzusammeln, wenn ja auch Nebenmissionen hier in der Nähe sind. Polizeirevier, da kommen wir rein. Okay, dann gehen wir auch direkt mal hier durch. Alles klar, schön durch den Hintereingang hier. Die Aufzeichnung von den Kameras. Haben wir sie? Alle? Her damit. Ich verwahre den an einem sicheren Ort. Wir brauchen sicher keine Beweise unserer Rettung. Bitte! Hilfe! Stopp! Bitte Hilfe, meine Frau! Ist noch jemand bei Ihnen? Nein. Sie ist verletzt. Oh. Sperr alles ab. Bitte. Nein! Sie war nicht infiziert. Oh, was haben Sie getan? Man nennt es nicht umsonst den kleinen Tod. Nein! Stopp! Sie haben die Leute getötet. Scharf beobachtet, was? Oh, oh, wie süß. Ich liebe Möchtegern-Helden. Oh, mal sehen, ob er dem Test standhält oder am Ende davon humpelt. Kommt hier rein, Jungs. Los. Je mehr Fleisch, desto besser. Ja, das ist ja ein Vibesfield, ey. Okay, wir machen es mal eben hier mit dem... Oh. So, das ist easy. Komm. Deswegen habe ich die Teile auch eingesammelt. War es das? Folge Hilde, die wilde Hilde. Die ist auch ein bisschen bekloppt hier. So, unsere Karte ist überhaupt nicht aktiv, sehe ich gerade. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwas drin ist. Wenn, dann müssen wir später hier nochmal gucken. Oder gucken wir jetzt? Wir gucken einfach mal eben flüchtig. Wenn hier noch irgendwas liegen sollte, dann ist es halt so. Kann man auch nicht ändern. So.
Aber ich sollte jetzt mal wieder was anderes nehmen. Die Waffe brauche ich nämlich noch. Folgen wir erstmal. Ach, guck mal. Super MP. Das Ding ist auch knusprig. Super MP. So, das basteln wir jetzt erstmal. Abgefahren. Super, das freut mich. So, wie fährt das Ding? 8 Schuss noch. Ah, da geht aber noch einiges. Den Schnitter, den Hammeraxt. Ach, scheiß auf die Hammeraxt, nehmen wir halt das hier. Oder den Elementarstab. Ah, komm, den Elementarstab. Wow, da ist das blöde Mist. Boah, wie viel Leben hat die denn? Das freut mich jetzt aber nicht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Wow. Oh, oh, wow, wow, das sind so starke Zombies. Komischen Gefangenen hier von der Gang oder was? Okay, das dauert ziemlich lange. Das nervt mich gerade. Nehmen wir mal das Ding. Wir hauen uns mal im Schokoriegel rein hier. Komm, genau. WTF! Dieses dumme Vibesbild, das kriegt ja einen hinter den Backen, ganz ehrlich. Wir sind zwischen den Backen. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, Polizisten, außer dich. Liegt hier irgendwas rum? Meine Karte ist, wie gesagt, gerade nicht aktiv. Judd ist ein bisschen nervig. Komm hier rein, verschlossen. Ja, komm, wir gehen einfach. Wir müssen, glaube ich, sowieso später nochmal hier rein. So, alles klar. Und aus dem Weg. So, aus dem Weg. Hier wird aufgeräumt. Mit der Heady. Warum ist dieses Vibesbild? Oder wer ist das? Nee, das ist einfach nur so ein Handlanger. Wow, die sind hier unten. Komm, steht da oben. Okay. Ah, au, ab. Jetzt sollten wir uns noch mal eben heilen. Solange wir es können. Ja, ein Kaffee, komm, hau rein. Ja, geht so, war egal. Weiter geht's. Auch mit den ganzen Klamotten, die man hier anziehen kann, das werde ich auch nicht machen. Wenn ihr halt das alles finden wollt, erkundet halt die Stadt. Das blöde Vibesbild. Ja, dafür sind auch diese Kanonen gut da hier. Warum explodieren die nicht? Komm. Oh, ja, 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 ja. Wo ist die denn? Hey, bleib hier. Bleib hier, du blöde Kuh. Oha. Also die Position, die gefällt... Lol. Die Position gefällt mir überhaupt nicht hier. Ja? Nicht mit dir. Oh, der Cutter ist aber auch lahmarschig für sowas. Wow, wow, wow. Na, ja, ich glaube, wir sollten uns mal eben verpieseln. Oh, die hat eine Panzerfaust. Ja, von mir aus. Pause bin ich immer dafür. So, der Cutter. Cutter. Dankeschön. Da hinten ist sie. Wir sollten gucken, dass wir mal... Oh, O-Saft, O-Saft, O-Saft. Dankeschön. Wir nehmen nochmal einen O-Saft mit. Auch wenn wir jetzt hier gerade beschossen werden. Die Dinger heilen so viel, ey. Die sind so OP. Overpowered. Komm. Huch. Verschafft ihm eine Pause, Junge. Verstärkung! Boah, hat die jetzt daneben geballert? Blödes Vibes. Komm her. Kriegst du einen auf den Sack. Blöde Troller. Ah, ab jetzt hier. Ah, die sind ja schon ziemlich nervig hier. Level 29, ja, dann brauche ich mich gar nicht heilen. Das ist ja geil. Dann hauen wir direkt auch mal die Punkte hier rein. Fahrzeugschubkraft, wen interessiert das denn? Na komm, das hört sich interessant an. Wo ist jetzt Madame?
Könnten wir unsere Bummkanone hier noch nutzen oder das Ding? Komm, hau auf. Ja, doch lieber das die Bummteile hier. No. Ey, wo bist du? LOL, treff doch hier! Der Nick, der macht aber immer komische Sachen. Wo ist das blöde Vibesbild da? Ja, so pralle sind die Teile gar nicht, ey. Ganz ehrlich mal. Wahrscheinlich treffe ich auch überhaupt nicht. Weil das an ihren dicken Hupen abprallt. Sollte ich mir die Dinger lieber für die andere, für die Spezialeinheit aufbewahren. Diese Affen. Komm. Lalalalalalala. Komm her. Heilen sollte ich mich. So, genau, trink mal. Hat die jetzt hier den Whisky weggemacht, blöde Kuh, ey? Okay, genau, nehmen wir mal das Teil. Wow! Boah, der Elementarstab ist cool. Komm. Ja, Junge hier! Blödes Vibe. Ja, brennen! Burn! Größe ist doch alles, großer! Das ist nicht fair! Ich war Erste! Naja, wenigstens ist er weich gelandet, wa? Okay, das haben wir geschafft. Was? Zombies in der Nähe von Trevor? Hier geht's auch direkt wieder los. Alles klar, das machen wir noch eben. Ja, wir haben auch noch Zeit, da wieder zurückzufahren. Wo ist er denn hier? Der Trevor! Komm her! Alles klar, easy. So, wo haben wir denn hier noch ein paar Sachen? Was ist eigentlich hier oben? Ich will mal nur gucken. Liegt hier was drauf? Nee, was ist hier in dem Gebäude drin? Kommt man hier rein? Ja, dann gucken wir mal eben. Ah, hier liegt was. Was ist das denn? Säurespielzeug. Aha. Okay, Spielzeug, Chemikalie. Machen wir mal eben. Sieht interessant aus, das Ding. Können wir immer auf die Viecher loslassen? Wo sind sie denn? Ja, hier, komm. Ja, wow, so toll ist das jetzt auch nicht gewesen. Ganz ehrlich mal. Was ist denn hier los? Ich hoffe, hier ist noch eine Frankie-Boy-Statue. Ja, okay. Dann sollten wir draußen den Lautsprecher noch eben mitnehmen. Der hier schon wieder im Hintergrund alles voll labert. Da. Alles klar. 6 Stück finden uns auch noch. Ja, wir müssen sowieso eben hier hin. Wir gucken mal eben, was hier los ist. Oder, ja, wir gucken mal eben und sammeln wir das alles mal eben so auf den Weg ein. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir haben jetzt schon wieder einen Boss gekillt. Richtig awesome. Ach, da oben ist er. Wie kommen wir denn da hin? Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich durch das Hotel hier irgendwie. Ah, okay. Was willst du hier? Hoffentlich sind sie hier. Ja, einen Frankie Boy haben wir. Hä? Ey! Was ist das denn jetzt hier? Ach, ne. Ich eskaliere gleich. Nimm, Frank! Ja. Dankeschön. So will ich das sehen. So, wo kommen wir jetzt raus? Hier. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Okay, wahrscheinlich hätte ich hier von... Hä? Oder? Nee, war glaube ich schon richtig, wie ich das gemacht habe.
Auf jeden Fall sammeln wir hier erstmal was ein. Oh, Messerhandschuhe, die sind auch ganz in Ordnung. Pistole lassen wir. Genau. Die haben mir, glaube ich, auch in den Vorgängerteilen immer gute Dienste erwiesen, die Dinger. Ich glaube, unser Frankie Boy ist hier oben. Gucken wir mal nach. Und hopf. So, zack. Sehr schön. Ein paar Sachen kann man ja immer mal wieder mit einsammeln. So. Ich glaube, sonst muss ich ja auch nicht. Ja, wo rennst du denn hin? Manchmal eskaliert er hier zu sehr. So, da geht's, glaube ich, rein. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, okay, da gibt's noch viel zu entdecken. Ich muss mir das mal eben markieren, sonst. Genau, da kommen wir auch noch hin. Eieiei. Hier gibt es noch vieles. Wir gehen erstmal hier raus. Oder rein, keine Ahnung. Ich bin's nur. Sie war schon tot, als wir kamen. Glaubst du noch immer, dass die Regierung uns retten will, Nick? Ich habe es selbst gesehen. Die Frau aus dem Fernsehen, Hemlocks Sicherheitschefin, hat Überlebende umgebracht. Warum? Sie werden ihre Strafe erhalten, wenn das rauskommt und die Leute das sehen. Gerecht. Gerechtigkeit bringt uns Angel nicht zurück. Die bringt keinen von uns zurück. Manchmal weiß ich nicht, warum wir überhaupt kämpfen. Deshalb. Sieh sie dir an, Red. Sie hat zur Familie gehört. Wir kämpfen für die Familie. Hey. Tut mir leid wegen vorhin. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie man trauen kann. Ich treffe mich mit meinen Kontakten. Ich besorge dir das Benzin. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Triff mich in ein paar Stunden beim Turm, okay? Und dann kriegst du von mir das Benzin und wir kommen alle raus aus diesem Höllenloch. Zusammen. Okay? Na los. Bis später, Mann. Lol, was ist das für eine Einstellung hier? Oh Mann. So, dann gucken. Ah, oh, wir können uns mal heilen. Scheiß auf die komischen Handschuhe hier. Okay, können sie noch tragen. Wo haben wir jetzt hier die Prötteln? Ist das hier drüben irgendwo? Ja, da oben oder was? Geht's denn. Ach, rum hier. Hallo. Wenn, dann will ich das Hotel auch eben abgrasen. Okay, hier liegt es schon. Und es ist wieder so ein verschissener Bär, glaube ich, wa? Ne, Bombenspielzeug. Ja, okay, das können wir mal eben bauen. So, Bomben. Ich glaube, teuer. Oh, was ist das? Jo, eine Geschäftsfrau bei der Anwaltskanzlei in Central. Sieht verzweifelt aus. Und reich. Und reich. Okay. Weg damit. Okay, da haben wir mehrere von. Alles klar. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Wie gesagt, die Nebenmission machen wir auch noch natürlich. Okay, kommen wir rein. Dann haben wir noch eine Chance, dass wir hier mehr finden. Oder ist hier unten irgendwas? Ich glaube, so kommen wir aber. Ja, so kommen wir an die Frank West-Statue. Das will ich noch eben machen. Und wie gesagt, die anderen beiden Sachen da einsammeln. So. Das hätten wir dann auch geschafft. Wie gesagt, bei manchen Sachen muss man immer so ein bisschen gucken. Aber finde ich auch gut. Dass nicht immer alles irgendwo nur im Regal steht oder so. So, wie gesagt, die Sachen holen wir uns auch noch eben. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier auf dem Dach gab es auch noch irgendwas. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wenn, dann werden wir später erfahren. Ich glaube, ich beende den Part auch dann perfekt gleich hier irgendwo am Safehouse. Warte mal, das
Da oben, ja. Genau, da machen wir. Sammeln wir jetzt noch ein bisschen was, gehen ins Safe House und im nächsten Part fangen wir dann mit der Nebenmission an. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Weg hier. Sorry, Leute. So, weiter geht's. Sorry nochmal, aber Telefon hat Vorrang. Aber ich werde es rausschneiden. Mal eben gucken, was ist denn hier los? Kommt man hier irgendwo hoch oder so? Oh, das ist ja schon wieder... Ne, ne. Okay, wir kriegen noch eine Mission. Hey, ich habe einen verzweifelten Kerl beim Buffet-Restaurant in Ingleton gesehen. Hunger? Okay, all you can... Oh, Psycho-Mission, juhu. Da freue ich mich. Ja, ist das hier auf dem Dach oder was? Alles unter Dach und Fach. Ja, müssen wir mal eben hier rumrennen. Das will ich auf jeden Fall jetzt noch einsammeln. Kein Bock jetzt zigtausend Mal hinzugehen. Wahrscheinlich ja hier direkt, wa? Ah, der geht auch nicht mal hoch hier. So, jetzt aber. Ja, das sieht schon viel besser aus. Genau. Ach, nicht... Ach, der Hubschrauber ist hier der... Nö, den baue ich auch nicht mehr. Blöde Zeug, das nervt. Karte, wartet mal eben. Spieler, was haben wir da noch? Nichts. Okay, hier haben wir alles eingesammelt. Ich denke mal, dann sammeln wir das hier nochmal eben mit ein. Das sollte alles schnell vorübergehen. Achso, die Bühne ist das, okay. Da kommt ganz am Schluss auch nochmal was. Kann ich schon mal sagen. Erstmal gucken wir. Wo ist hier denn was? Achso, der sitzt da auf der Tribüne. Dann geh doch mal da hoch. Er hat die Show gründlich versaut. Oh, die Football-Ömmels hier, ey. Okay, was haben wir hier? Noch? Oh, wartet mal, Leute. Das muss ich mal eben rangehen hier. Ein Zuhälter. Oh, schade, dass man hier nicht an den Strand kommt, ey. Jetzt muss ich mal eben aufräumen. Okay, den Orangensaft nehmen wir mit. Schade, dass man hier nicht langkommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder haufenweise Missionen. Also langweilig wird es nicht. So, was ist das? Explosiver Stuhl. Ja, nach einem guten Chili, da hat man den auch hier. So. So, zack. Das nehmen wir auch noch mit. Sammeln wir, fangen. Es ist, glaube ich, gut, dass wir hier auch schon mal so ein bisschen was einsammeln. Damit die Zeit auch gut ausgenutzt ist und wir das später nicht alles machen müssen. Ach, jetzt hat mich der scheiß Zombie hier genervt. Hier ist auch so ein dummer Lautsprecher. Wo ist er denn? Da will ich drauf. Bummkanone, wo ist das Ding? Da. Na, heiß. Ey, jetzt hat das eine Ding wieder zwei. Ja, wir können auch mal hier so ein bisschen punchen. Aber. Okay, ich will einmal den Special Move sehen. Willst du noch mehr? Okay, interessant. Das Ding ist kaputt. War hier noch was? Wie gesagt, ein paar Minuten haben wir noch. Ey, willst du hier nicht drüber oder was? Okay, hier ist eine Blaupause. Oh, und bitte eine Fahrzeug. Bitte für ein Fahrzeug. Das wäre doch interessant. Schockdoser. Ah, so geht denn hier. Wow. Hey, was macht das Ding? Ach so, die Schaufel vorne. Geil. So, das Ding nehmen wir auch nochmal mit. Wollen wir das Ding denn? Nee, das wird damit nix. Ja, lass die, schmeiß die jetzt mal weg da, genau. Ah, eine Tankstelle, die besuchen wir natürlich mal eben. Oder ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren oder nicht. Werden wir ja jetzt sehen. Eventuell haben wir jetzt alle vier voll. Ich glaube, wir waren hier schon. Scheiße.
Okay, hier ist eine Tragödie, die sammeln wir noch ein. Sollten wir auch easy hinkriegen. So, laufen wir aber jetzt. Ist das Ding auf dem Laster oder was? Ja, das ist auf dem Laster. Okay. Ich glaube, wir sollten mal eben da so ein bisschen ranfahren. Ja, gut geparkt. Einmal hoch, bitte, hier irgendwo, genau. Na, wir müssen da leider drauf. Oh, haut doch mal ab hier. Oh, Leute, bitte. Das war nicht so schlau. Ich hätte keinen Bock, jetzt sauernd hier die Waffen zu wechseln für so einen Blödsinn. So. So, jetzt. Ah, ja, geht doch. So. Bei Zombiesbrüchen kommt es gewöhnlich zu haufenweise Müll. Genau, das sammeln wir auch nochmal eben ein. Oder beziehungsweise, das machen wir nicht, das machen wir später. Ich habe keinen Bock, da jetzt die Mission zu triggern. Und wir gucken mal generell. Ja, wir müssen uns mal im nächsten Part dann ein bisschen beeilen. Deswegen sputen wir uns jetzt und speichern. So, zack, zack, zack. Carry, das machen wir im nächsten Part. So, genau, wir machen mal eben das da oben frei. Genau. Nehmen wir noch den Rest von unserem Cutter. Kaum hoch da. So, und was? Zombie töten bei Überlebenden? Das ist mir jetzt wurscht. Ich will jetzt erstmal den Part beenden. Dann kommen wir von mir jetzt zum nächsten Anfang mit. So, aber hier muss jetzt erstmal aufgeräumt werden. So. Oh, hier sind aber viele drin, ey. Komm her. Was ist das? Okay, Zone gesäubert. Was liegt hier am Tisch? Schlaue Führung. Wahrscheinlich irgendwas mit Escorts-Gedönse. Ja, Schaden durch Überlebende. Das interessiert mich nicht. Das Ding lassen wir jetzt mal hier liegen. Ist hier ein Waffenplan irgendwo? Ne, wahrscheinlich in der, von der anderen Seite. Okay. Sollten nochmal gucken. Ja, die Boomkanone können wir jetzt... hast du die ausgewählt? Schmeißen wir auch nochmal weg. So, wir nehmen... Ne, Kombiwaffen bitte. Kombiwaffen, Boomkanone. Ne, das ist das Massagegerät. Das Dingen und eine Superkombi will ich haben. Aber wie gesagt, das macht es ziemlich einfach, das Spiel, dass man sich hier alles aus dem Schrank nach einer Zeit wiederholen kann. Aber naja, okay. Da ist. Oh, nee, okay. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht bei Dead Rising 3, wie gesagt, im nächsten Part wieder mit dabei sein. Bis dann, meine Freunde.